So, dann herzlich willkommen in die neue Börsenwoche. Zunächst nochmal eine Aufzeichnung ab morgen bzw. ab Mittwoch, dann live und höchstwahrscheinlich auch vor Xetra Börsenbeginn dann. Eventuell verschiebt sich dann auch die Abendsendung auf eher früher, auf 18 Uhr und dann eben eine Live-Schaltung zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Aber das ist noch in der Schwebe. So, die Börsenwoche begann für den DAX erstmal erfreulich, hat hier über dem letzten Verlaufshoch von Freitag auch geschlossen, zog kurz an und aktuell fällt er wieder leicht zurück. Also hier sollte, wenn der Stopp hier nicht erreicht wird, sollte der Index ja mindestens bis zum EMA 200 hier laufen, beziehungsweise eben auch Richtung 10.200. Hier ist eben das Bild. Wenn man jetzt hier den grauen Pfeil nimmt, hat eben nicht ganz das Hoch, beziehungsweise hier das Gap erreicht. Jetzt nach unten, hier das Gap wurde jetzt geschlossen und im Idealfall zieht er dann nach oben. Aber wenn man hier den Tageschart aussieht, war hier der EMA 200 erstmal die Hürde und hier prallte er jetzt leicht im Tagesverlauf ab. Zum Gold hat hier, mal öffnen wir diesen Chart, hat in der Nacht noch knapp die 1250 Punkte US-Dollar-Marke erreicht, also knapp darunter gedreht. Die Tageskerze, muss man jetzt hier sagen, sieht natürlich nicht toll aus. Aber auch hier war ja dann noch im Gespräch, dass hier noch ein Rücksetzer folgen sollte. Hier dieser Pfeil, der ist so jetzt, ging halt von einem höheren Level aus. Hier kann der Goldpreis immer noch im Prinzip Richtung 1235 fallen. Und dann sollte es aber nochmal neues Hoch geben. So, das war ja dieser Chart. Dann zum, was gestern für mich sehr spekulativ aussah und hat aber leider jetzt hier ein neues Tief gemacht, war Pfund neuseeländischer Dollar. Hier in der Nacht sollte es direkt schon nach oben gehen, ohne das Tief hier nochmal zu unterschreiten. Jetzt hat es hier, kämpfte im Prinzip mit dem EMA 38, aber der 30-Minuten-Chart ist nicht ganz so wichtig. Hier wäre jetzt nochmal ein Schlusskurs über dem EMA 10 wichtig und dann könnte es nach oben gehen. Das Euro-Kanadische Dollar Währungspaar scheitert im Moment nochmals an der Abwärtstrendlinie. Das Kaufsignal liegt auf Tagesbasis hier oben bei 1,4720. US-Dollar, kanadische Dollar kann hier leicht sich erholen. Doch wie auch gestern schon erwähnt, wäre es jetzt sehr gut und auch vom Muster her möglich, dass es hier deutlicher nach unten geht. Den Stopp kann man jetzt auf das letzte Hoch nach unten verlegen, damit ist das Risiko etwas begrenzt. Aktuell liegt man im Plus, aber wenn der Stopp natürlich ausgeführt wird, wäre man im Minus. US-Dollar gegen japanischen Yen war gestern im Nachtvideo auch natürlich eine Gegenbewegung eingezeichnet. Die folgt nun, darf sich auch fast bis zum Sell-Trigger eigentlich ausdehnen. Deswegen war auch im Gespräch hier Gewinne erstmal oder Teilgewinne auch auf jeden Fall mitzunehmen. Zum Dow Jones und Nasdaq, die liegen im Future-Bereich im Plus. Hier wird ja weiter auf die 18.000er-Marke spekuliert. Nasdaq ist ja im vorbörslichen Handel, habe ich gestern gezeigt, nahezu eben hier das Gap-Level erreicht worden.
Allerdings im normalen Parketthandel ist hier das Gap noch offen. Da aber jeweils die Kerzen eben auch schöne als Umkehrfunktion dienen könnten, setze ich hier auch auf steigende Kurse. Die Bayer AG scheiterte an der 90-Euro-Marke, was im Prinzip so möglich war, habe ich auch geschrieben. Teilgewinne sichern, hier läuft er jetzt zurück und ein neues Hoch ist hier, beziehungsweise sollte möglich sein und ist hier immer noch gut denkbar, dass er den EMA 200 erreicht. Hier die Twitter läuft gut, zwar noch nicht richtig dynamisch, aber oberhalb der Beiträgermarke. Hier mit der Cinco Solar, ja, ist nicht ganz so erfreulich, aber wie auch erwähnt, hier muss und sollte eben die 20 US-Dollar-Marke halten, also im Prinzip schon einen Dollar nach oben verlegen, hier die Vorsicht-Long-Marke, und dann wäre noch alles im Lot, wird diese hier halten. Hier ist noch das letzte. Verbio kämpft hier mit auf Schlusskursbasis um den Stopp. Auch hier wäre es besser gewesen, wäre die Aktie natürlich hier direkt gestartet. Allerdings ist jetzt hier womöglich eine weitere Welle beendet worden. Und entweder auf Schlusskursbasis den Anfangsstopp. Normalerweise sollten wir auch den Stopp nicht nach unten verlegen. Aber direkt hier den zweiten Hard Stop, kann man auch nennen. Sofort, wenn hier das Level erreicht wird, muss man eben rausgehen. Also hier sind eben zwei Levels jetzt möglich. Der Ursprungsstopp und eben dann das nachgezogene oder beziehungsweise das nach unten versetzte direkter Stopp. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, morgen bzw. am Mittwoch ändert sich dann der Live-Sendetermin.